Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Laras Busy Christmas Scarf Story. Ich wollte gerade schon wieder Silent Hill sagen. Also, es gibt 19 Secrets im ganzen Spiel. 10 sind in Part 1, 8 sind in Part 2 und 1 ist in Part 3. Und ich weiß nicht, ob man nochmal zurück kann, um die alle zu kriegen. Und ich habe auch keine Lust, jetzt hier parallel die ganze Zeit in eine Lösung zu gucken und immer alles abzugleichen, wo ich gerade bin, weil das stört auch irgendwie das Spielen, finde ich. Deswegen hoffe ich einfach mal, ich sehe das alles. Und wenn ich halt schon vorlese, dann verstehe ich auch nicht, was das immer ist. Gott, was hat die hier unter ihrem Haus? Warum fährt die überhaupt in andere Länder, wenn die hier so eine geile Grabstätte hat? Ja. Ich will doch nur einen Strahl schicken. Ich will einen Strahl schicken ins Weltall. I'm a firing laser. Hallo. Ich verstehe das auch immer nicht mit dem Abspringen hier, ne? Wieso weigert sie sich hier, hä? Huh? Ich möchte das Unoffensichtliche zuerst. Ich wollte sagen, ich möchte das Unoffensichtliche zuerst. Aber das wollte sie ja nicht. Ich muss sie noch an der Leiter das mal machen. Aber es spackt sie ja auch wieder so rum. Oh, scheiße. Oh. Ich dachte gerade, ich fliege dran vorbei, aber irgendwie ist sie hängen geblieben. Ich muss doch jede Sekunde speichern. Halt. Nee, warte mal. Komme ich denn da jetzt rüber? Irgendwo in eine Richtung. Ist das hier eine Schräge und ich kann hier theoretisch hin? Achso, wenn ich jetzt hier rückwärts so mache. Ganz zufällig ist da auch eine Stange. Es ist die Frage, hätte ich da jetzt gerade hingekonnt? Oder kann das nicht erkennen? Ob das. Weil dieses Dreieck, was da im Weg war, sieht halt aus, als wäre es ganz, 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 ganz minimal schräg, sodass Lara eigentlich da hangeln könnte. Oh. Ah. Aber ich kann ja eh von hier hin, also ist das ja Wurst. Würde ich jetzt mal sagen. So, wenn ich schon mal hier oben bin, wo kann ich denn mal jetzt hin? Sind jetzt hier irgendwelche Secrets noch? So? Muss ich jetzt ganz genau gucken. Bis jetzt waren sie ja mal alle nett versteckt. Ich wäre es schlauer, wenn ich einfach mal erst diese Kette ziehe. Anstatt diese waghalsigen Stunts ins Nichts. Sieht echt schick aus, das Level. Rutscht mir das Herz in die Hose, wenn ich das sehe.
da was hinter ist. Aber andererseits, ich komme auch dann offiziell nie wieder zurück, wenn ich jetzt da auf diesen Balkon springe. Oder? Zum Beispiel jetzt mal. Komme eh nicht hin. Wir wollen Laras Matschgeräusch nicht hören. Nee, ist doch gerade. Irgendwie sah das schräg aus. Also. Doch, theoretisch ist das da eine Schräge. Warum steht das nicht? Wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Komme ich überhaupt raus, vor allem? Guck mal, das tut doch gar nicht weh. Ich dachte gerade, das Tor ist wieder zu. Das war das Spinnnetz. So, jetzt bin ich hier in so einem komischen Mischung aus Storage Room und Grab. Ach, deswegen. Ist das, das soll jetzt nicht die Tür direkt ins Schloss, Schloss, in ihr Zuhause zurück. Gerade das da links ist auch zum Einsammeln. Nein! Lara kann ja nicht an diagonalen Ecken hoch. Für normale Menschen ist hier auch einfach eine Leiter. Ist ihr Vater dann auch mehr so lang geflogen? Lang gesprungen? Ah, oh, soll was trinken? Jetzt trocknet die Kehle. Ich muss ja erstmal meinen Weihnachtsnachschieb durchprobieren. Erstmal eine Qualitätskontrolle machen, bevor ich das verschenke. Geht ja nicht, dass ich das einfach verschenke. Das muss ja erstmal probiert werden, ne? Und das ist so geil. Oh, oh! Da darf man natürlich nicht so viel von essen. Sonst ist es erstens weg und zweitens ist einem schlecht. Weil man da mehrere verschiedene Sachen hat. Ach, hier ist ein Hebel. Sehe ich jetzt gerade. Ist das auf der anderen Seite auch? Geht da jetzt ein Licht an und dann sehe ich irgendwas? Lara, my dear daughter, count to 10 and do that again. 1964 was a special year, and as a one to sum up to avoid a tear, poor Amelia was taken from us this 32 years to subtract thus. Richard Croft. Ist jetzt 1964? Ist so einfach, oder?
Count to 10 and do that again. Hä? Hat das denn mit der Rechenaufgabe zu tun? Jetzt 1964 minus 32 Jahre? Keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal ausprobieren. 1932. Ich kriege auch irgendwie kein Feedback, ob das jetzt richtig ist. Hä? Muss ich das denn jetzt alles einfach nur zusammenzählen? Count to 10 and do that again sind 20. 1964 sind 1984 minus 32. 1952. Ha! Ich bin so cool. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ha! Ich hab Angst, dass ich ein Secret vergessen habe. Ist auch voll hier durchgebrannt und explodiert ist. Egal, wir lassen hier einfach weiter leuchten. Oh. Toll. Ein Schuss gebraucht. Dieses Türchen nachher da, wo ich versucht habe, durch das Gitter zu schießen, das geht auch noch gleich auf. Oder ist jetzt schon auf. Da müssen wir doch mal einen Abstecher hinmachen. Und nicht einfach durchrennen. Ich schätze, wir müssen jetzt so zurück. Ich kann hier keine Abkürzung nehmen. Nee, VLC-Player macht immer noch ein Update. Deswegen ist da auch noch eine Stange. Damit ich jetzt wieder zurück kann. Nee, muss so weit wie möglich hier. Diese Wuschel hier, die sind so schön. Oh, ich muss ja noch den Sprung machen. Ich wollte eben schon einen Schritt zurück. Ich bin da ja noch gar nicht. So mache ich das eigentlich mit Anlauf. Ich muss einfach nur springen gedrückt halten. Ich muss immer kurz an den Kanten gucken, was da so ist. Schwer. Oh. Hä? Oha. Das ist aber eigentlich nicht richtig, was sie da machen.
einer sagen, was ich da verkehrt mache? Ist auch geil. Mit ihrer Nase knallt sie da wieder gegen. Ich glaube, ich darf das nicht hier rüber machen. Ihrer Nase knallt sie da wieder gegen, aber weh, man hält sich fest. Dann geht das auf einmal nicht. Das geht doch auch. Ich musste nur noch einmal sicherstellen, ob hier kein Secret mit ist. Weil da ist die ganze Zeit von Pillar die Rede. Und das sind ja hier alles Pillar. Da kommen noch mehr Pille. Hihi, Pille. Oh Gott, das muss ich ja hier wieder zurück. Ach, das Türchen ist jetzt offen. Ach so. Gehen jetzt. Wo ist das? Ganze Raum für eins. Ah! Der ganze Raum für ein Secret. Das ist aber nicht die Tür, die aufgegangen ist. Die ist einfach nur, glaube ich, beiläufig auf. Ich soll bestimmt wieder zurück da, weil da ist doch noch in dem anderen Raum. Da auch noch ein Türchen aufgegangen oder nicht, damit ich hier zurück kann. Oh Gott, ey. Sowas in ihrem Haus, ey. Ja. Okay, geht weiter. Ich habe mir das gerade so oft durchgelesen mit den Secrets. Da habe ich nicht einmal was gesehen mit Vorsicht, da kommt eine Kugel oder so. Mache ich das irgendwie anders hier, als das gedacht ist? Das sind andere Menschen. Gehen die da nicht rein? Schwingen die einfach an den Stangen weiter oder was? So. Wo ist jetzt das Türchen, was ich meinte? Was habe ich jetzt überhaupt?
Was will der Vater von Lara von mir? Hier war doch irgendwo so ein Türchen, wo ich gesagt habe, ich will hier durch oder irgendwie so. Wo war denn das? War hier vorher schon mal ein Raum mit so Höhlenscheiß? Dass ich jetzt hier nochmal zurück muss? Jetzt bin ich ja wieder in ihrem Haus. Ich dachte eigentlich, dass die Tür auf ist. Und da bin ich ja wieder in der Bücherei. Oder Büro oder was auch immer. Das war so ein Tor, da war eine Kamera von der anderen Seite. Irgendwie bin ich der Meinung, das war hier unten links. Ich kann ja einfach mal runter. Kann ja nicht. Es tut ja nicht weh. Im Normalfall. Ah, nein. Achso, kann ich doch eigentlich so machen, ne? Ist ja richtig echt blechern anhört. Hab ich das denn gesehen? Verdammt. Gerade total verblödet. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte das nochmal sehen. Aber hier ist doch der erste Raum mit dem Höhlenscheiß. Hier war doch nicht noch irgendwas davor, oder doch? Jetzt weiß ich es wieder. Ist wieder die Frage, wo habe ich gespeichert? Ah, sehr gut. Wo war denn das jetzt? Stell mir gerade vor, wie die so im Haus ist, Geschrei von ihr hören. Oh, Frau Croft ist schon wieder irgendwo abgestürzt. Rufen Sie den Krankenwagen. So ganz normal und alltäglich. Nein! Nein, ich häng fest. Kann man einfach so machen. Doch nicht. Och Mann, was mache ich denn da? Ganz viel Glück bleibt sie da auf der Ecke. Oh, warum ist denn das so schwer, hier runter zu gehen? So wollte ich machen. So. Rein da. Da, und da stand ich vorhin und hab gesagt, ich will hier rein. Wie schäbig das hier aussieht. Da hinter den Kulissen, ey. Jetzt hier auch schon irgendwo ein Secret. Das verschiebt sie jetzt hier einfach, oder wie? Endlich mal ein paar erfrischende andere Geräusche. Ist jetzt hier noch irgendwas, was ich nicht sehe?
Mutter. Warum ist hier eine Tür? Gehen wir jetzt wieder ins Office. Ich muss trotzdem noch mal was gucken. Jetzt fange ich doch wieder an, Secrets zu lesen. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier am besten heil runterkomme. Deswegen gehe ich, glaube ich, wieder den gleichen Weg. Kommt ja gerade so gelegen hier, ne? Schafft sie das theoretisch? Nein! Oh doch. Ich habe nicht daran gedacht, dass hier auch noch eine Ebene ist. Und irgendwie steht da, das ist Daddys Laptop. Ich habe irgendwie gedacht, das ist von der Mutter, weil da so ein Gemälde neben stand. So. Jetzt. Das Türchen auf. Das sieht aus wie so ein Stückes. Richtiges, saftiges, fettes Stück Karamell, also dran lutschen kann. Ich wollte jetzt eigentlich nicht darunter fliegen. Wieso hat der die eigentlich einen Laptop? Stand, ich soll den Stuhl zur Seite schieben. Deswegen weiß ich das schon. Oh mein Gott, was war das? Na, tschüss. Schon wieder ein Zahlencode. Welches Jahr war das nochmal? Keine Ahnung. Ein Schlüssel. Data. Wer hat diese Kerze angezündet? Habe ich schon mal auf diese Vase geschossen? Ich weiß es gerade nicht. Und diesen Code da, den wissen wir noch nicht. Also es ist richtig. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich jetzt gespeichert habe mit den Sachen oder ohne. Ja. Weil ich habe, glaube ich, auch hier gespeichert, bevor ich reingegangen bin. So. Was ist das überhaupt für ein Schlüssel? Wie heißt denn der? Manor Key. Männerschlüssel heißt das auf Deutsch. Der war irgendwo ganz unten. Wo war das nochmal?
Keine Ahnung, vielleicht geht jetzt auf magische Art und Weise plötzlich doch eine Tür auf. Wer gießt eigentlich diese ganzen Weihnachtssterne? Die saufen ja wie ein Loch, die Pflanzen. Und das sind sehr, sehr... Die sind sehr kompliziert. Braucht nur einmal ein falsches Lüftchen kommen. Oder Licht und Dunkelheit stimmen nicht. Ah, da. Werfen sie einfach ihre Blätter ab und gehen ein. Meine längste, die gehalten hat. Was hat das denn? Ich habe, glaube ich, 3 Jahre gehalten. Und dann hieß, ich habe da mal gelesen, dass man die 6 Wochen oder so dunkel stellen sollen. Dann bilden die nämlich diese roten Blätter aus. Dass man die dann zu Weihnachten hat. Also, dass man die im Herbst irgendwie anfängt. Richtig komplett dunkel. Also, kein kleines Fünkchen an Licht darf da rein. Das hat die irgendwie überhaupt nicht gemocht. Die hat einfach alle Blätter verloren. Ja, und damit habe ich sie dann kaputt gemacht. Aber eigentlich soll das so gehen, dass die dann zu Weihnachten hin dann rote Blätter kriegen. Die kommen ja, glaube ich, ursprünglich aus Mexiko oder so. Irgendwo, wo es warm ist. Boah, ist das schön. Muss überall hintergucken. Mann, ich häng im Gebüsch fest. Was? Wieso macht sie das? Wieso hängt die sich an den Schrank? Was ist denn jetzt kaputt? Hä? Ist das, macht sie das immer? Lol, wieso klettert die an den Bildern rum? Das sind aber sehr stabile Nägel. Nein! Oh. Ganz ein Stöhngeräusch hier. So, was soll ich jetzt hier? Ich versuche jetzt mal, ob sie sich hier irgendwo anhängen möchte. Jetzt weiter. Okay, vielleicht muss ich von hier irgendwas, weiß ich nicht, reißt Bild runter und geht die Tür auf oder so. Ach so, da. Ich bin einfach nur so hochgesprungen. Ich habe gar nicht gesehen, dass da was ist.
Das sieht bestimmt lustig aus, wenn man von unten zuguckt. Wenn so eine Verrückte in einem Herrenhaus an der Wand rumklettert. Ist da auch wieder irgendwas, was ich nicht sehe? Okay, das checke ich jetzt nicht. Soll ich jetzt hier voll da in die Fahne reinfliegen? Da mit meinem Arsch, oder? Warte mal da. Was ist hier? Ich sag nicht, das ist ein Hebel. Das sieht sehr nach einem Hebel aus, aber leider. Achso, ich kann da noch hin, okay. So, jetzt bin ich genau mittig. Ich habe das noch so als Witz gesagt. Dass ein. Oder habe ich das gesagt? Ich bin der Meinung, ich. Oh, guck mal da. Guck mal da. Ich habe da noch so hingeguckt vorhin und dachte, es sieht aus wie ein Hebel. Ach nee, das ist eine Fahne. Weil hier, die da habe ich nämlich geguckt. Da muss ich ja da auch nochmal hinklettern. Muss ich das jetzt alles mal von vorne machen? Das ist ja lustig, das macht richtig Spaß. Ach guck mal, dann kann ich auch hier links. Ich muss jetzt nochmal rechts rum. Das ist ja witzig. Das finde ich wirklich lustig. Der Weg ist auch nicht so weit wie der andere. Ich bin jetzt schon wieder nicht synchron. Ah, okay, man muss immer einmal links, dann bleibt man da hängen und dann... So einen Hebel habe ich ja noch nie gesehen. Aua, voll die Geschenke reingekracht. Die Frau. Also sie sah ihm so gewaltig aus. Natürlich ist sie nicht fett. Ich will hier kein Body-Shaming machen. Shoddy Baming. Der Vater hat hier fette Partys geschmissen, Alter. Wie viele Secrets habe ich jetzt? Oh, mir fehlt noch eins! Oh, da liegt was. Ah! Ich wollte schon nach vorne rennen und weitermachen. Und ich habe noch nicht mal zu Ende gespeichert. Hier muss doch jetzt noch irgendwas sein. Auf dem Tisch, was ich nicht sehe. So ganz offensichtlich. Nö. Okay. Old Videotape. Ah, Maya. How sweet. If memory serves me well, each number is placed one above the other to form a numeral. So the first number in the sequence would be the lowest symbol. I shouldn't forget this, as I'll probably need it later. Das ist die Tür, die wir eben gesehen haben, weil da sind diese Pünktchen daneben. Und wie merke ich mir das jetzt? Ich kann einmal ein Bild ab. Ich kann das einmal abfotografieren. Vom Bildschirm. So, Lara, guck da mal hin. So.
gucken, ob ich das jetzt auch wiederfinde. Ja. Oh, warte. Oh. Moderne Lara hat schon ein Foto mit ihrem Smartphone gemacht. Sorry. Miau. Crash und Bau an Weihnachten. Aua. So, hier war nichts, weil... Hey, warte mal, hat mich verwirrt. Was ist hier? Hier ist der... Was war denn hier noch? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Hier war nur noch das Secret. Wo war denn Laras? Das Büro von dem Papa. Ich will mal noch kurz was anderes gucken. Ich weiß, dass es hier nicht lang geht. Und nur mal gucken, ob hier irgendwie Türen sind, die ich nicht geschnallt habe. Das ist wahrscheinlich der Eingang. Über das mit den Figuren. Den gehe ich jetzt hoch. Ich weiß, ich habe immer das Gefühl, vielleicht sind da noch Türen, die sich jetzt öffnen lassen, aus magischen Gründen. Tja, wo war das jetzt? Ich glaube, es war hier. Oh. Nee, warte mal, hier ist ja der richtige Weg hin. Aber ich komme ja trotzdem an mein Ziel. Wenn ich jetzt hier abbiege. Hey, wie war das denn jetzt? Ich war davon in so einem Raum. Bin hier nur abgebogen. Jetzt habe ich mich in meinem eigenen Haus verlaufen. War das doch irgendwo unten? Ich finde das noch. Es ist immer noch 9.38 Uhr. Ist ja gut, wenn die Zeit nicht rumgeht. Habe ich genug Zeit, um einen Schal zu strecken. Hey, wo bin ich denn jetzt? Da kommt auch irgendwas rein, was ich nicht habe. Mann, oh, ich überziehe schon. Ich wollte eigentlich noch in dieser Folge das da eingeben. Aber... Ach, warte mal, bin ich jetzt da? Bin ich ja schon wieder in dem Kack hier. Ich bin der Meinung, wir haben uns doch da von dem Vater was angeguckt. Und dann war da plötzlich so ein kleiner Gang an der Seite. Warum finde ich das denn jetzt nicht mehr? Wenn ich nachher das Video schneide, dann denke ich mir auch bestimmt so, oh Gott, wie dumm. Kann doch nicht sein, dass ich plötzlich auf der anderen Seite des Hauses war. Das war doch da beim Papa im Büro. Mann, Papa. Und diese Laras Gemächer. Das kann doch auch nicht... Nee, das war auch erledigt. Hä? Das ist so billig wieder. Wieder nur mal schnell irgendwo hin. Und schon... Huch. Wird das wieder künstlich in die Länge gezogen. Ich geh jetzt nochmal da beim Vater rein. Oder war hier im Flur noch eine Tür, die ich jetzt nicht gesehen habe? Nö. So, hier stand ich. Hab mir das angeguckt. Oder nicht? Da! Oh, ich bin so blind. So, da sind die Symbole. Das machen wir jetzt aber in der nächsten Folge. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal und schöne Weihnachtszeit, sorry.